Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr so eine einfache kleine Do-it-yourself-Geschenkidee macht. Und zwar benötigt ihr dafür nur einfach ein Pizzaglas. Da war eine Tomatensauce vorher drin. Ich benutze sie meistens immer als Geschenkidee oder eben auch meine Gewürzgläschen. Und da schreibe ich das meistens immer drauf. Ja, also wir fangen an. In diesem Gläschen habe ich zum Beispiel 50 Gramm Haferflocken, also bis zur Hälfte ungefähr gefüllt. Dann habe ich hier noch 10 Gramm Walnüsse, 10 Gramm Hanfsamen, 15 Gramm Leinsamen und 10 Gramm Cranberries. Ich fange an, indem ich die Leinsamen, also darauf auf die Haferflocken gebe, dann die Hanfsamen, damit es auch schön von der Farbe her so überhaupt auch passt, dann die Cranberries und ganz zum Schluss dann die Walnüsse. Und schon ist die kleine Portion Müsli fertig. Und hier zeige ich euch noch ganz schnell, wie ich einfach das Müsli zubereite. Und zwar nehme ich das Ganze jetzt raus, also die Walnüsse kurz auf die Seite, weil ich sie noch zerkleinern will, weil ich sie nicht im Ganzen drin haben will im Müsli. Schneide mir noch eine Banane, ich nehme dazu noch meinen Löffel als Messerhilfe und fülle das einfach mit Hanfmilch oder Hafermilch, Mandelmilch oder normaler Milch oder auch aber auch einen Joghurt zum Beispiel und genieße es dann einfach. Hier kommen noch die Walnüsse drauf und ja, schon ist das Müsli fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen hoch und ja, ich würde mal sagen, bis dahin, seid gespannt, es wird brillant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!